Tempo, Freude und Leidenschaft. Das ist angesagt beim neu gegründeten Frauenfußballteam des VfB Stuttgart. Die Zusammenarbeit mit dem VfB Obertürkheim begann schon im letzten Jahr. Aus der Kooperation entstand jetzt das erste offizielle Frauenteam in der 128-jährigen Geschichte des VfB Stuttgart. Ich bin in Cannstatt geboren und ja, mein Herz schlägt schon immer für den VfB. Das ist natürlich auch ein Kompliment und auch eine Ehre für die Arbeit, die man geleistet hat die letzten Jahre. Und man hat ja immer wieder gehört, der VfB möchte eine Frauenmannschaft haben. Hat nie geklappt und jetzt ist es soweit und wir dürfen Teil davon sein. Ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte, die aber auch Zeit wurde. Viele andere Herren-Bundesliga-Clubs sind in Sachen Frauenfußball schon etliche Schritte weiter. Ja, ich glaube, die Entscheidung war überfällig aus meiner Sicht. Es ist nicht nur, dass es zum guten Ton gehört, Frauenfußball anzubieten, sondern es ist unfassbar wichtig, auch für die andere Hälfte der Bevölkerung denselben Sport anzubieten. Und wir haben die guten Rahmenbedingungen, wir haben die Grundvoraussetzungen, wir haben das Know-how bei uns beim VfB. Und wir haben ja gesehen, was an Talenten hier in der Region groß werden, die dann es teilweise bis in die Nationalmannschaft schaffen und haben aber keinen Ankerpunkt hier in der Region. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig und, glaube ich, längst überfällig, dass das der VfB Stuttgart wird. Das neu formierte Team geht in der vierten Liga auf Torejagd und sprüht vor Tatendrang. Wir wollen guten, ehrlichen Sport zeigen. Ja, wir wollen zeigen, dass wir es auch verdient haben beim VfB, ein Teil davon zu sein. Die Mädels bringen unfassbar viel Leidenschaft mit, ganz, ganz viel Wille und Kampfgeist, nicht nur das Trikot zu tragen, sondern einfach auch ihren Sport auszuüben. Und die nehmen so viel in Kauf, die nehmen so viel Zeit in Anspruch. Das ist so viel Aufwand hier und dementsprechend wollen sie, glaube ich, über den Fußball einfach ein bisschen was zurückgeben. Seit gut 2 Wochen sind die Frauen jetzt im Training. Mit dem VfB-Wappen auf dem Trikot hat sich jetzt schon einiges verändert. Ja, also Aufmerksamkeit auf jeden Fall immens. Das wurde immens gesteigert jetzt durch den Namen. Wenn man mit dem Trikot draußen rumläuft oder mit dem T-Shirt, plötzlich schauen die Leute. Und davor hatten wir ja eigentlich eine Liga höher noch gespielt, sind jetzt abgestiegen. Aber da war natürlich die Aufmerksamkeit nicht so da. Motivational würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Wir sind ziemlich ehrgeizig und leistungsorientiert, obwohl das ja eigentlich nur ein Hobby ist, das wir betreiben. Es motiviert dann, wenn mehr Zuschauer zugucken. Das sicherlich, das ist was Schönes. Aber trotzdem sind wir im Herzen ja immer noch die Fußballerin, die wir davor waren. Für die kommende Saison wurde das Team durch 8 Neuzugänge verstärkt. Also für mich war sicher, ich will den nächsten Schritt bei mir machen. Ich wusste, in meinem alten Verein kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Ich studiere jetzt auch in Stuttgart. Das bedeutet, ich ziehe ab Sommer jetzt auch hierher, ab in 3 Monaten. Und ja, deswegen habe ich nach einem Verein hier geguckt und ich glaube, dass ich hier auf jeden Fall die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln und andererseits natürlich auch für den VfB zu spielen. Ist eine große Ehre. Kurzfristiges Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga. Ganz klar. Also der Wiederaufstieg ist das Ziel, das große Ziel. Wir haben viele Neuzugänge, die wir erstmal integrieren müssen, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen und ja, das ist auf jeden Fall das große Ziel. Dafür wollen sich die Frauen auf ihre alten Stärken besinnen. Ich denke, was letztes Jahr ein bisschen abhandengekommen ist, auch durch die schlechteren Leistungen oder auch Niederlagen, war so ein bisschen der Teamgeist, der uns eigentlich total ausgemacht hat, weil wir doch auch Freunde neben dem Platz sind, uns auch richtig gut kennen. Das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Und wenn wir uns aber als Team wiederfinden und unsere Leistungen einfach dann auf dem Platz abrufen können, fußballerisch, aber auch zusammen, dann werden wir das Ding auf jeden Fall rocken. Der kurzfristige Erfolg soll aber mit nachhaltiger sportlicher Entwicklung einhergehen. Absolut. Also ich glaube, es ist ganz arg wichtig, dass wir einen Schritt nach dem anderen gehen, aber natürlich auch unser groß gestecktes Ziel, die Bundesliga zu erreichen, nicht aus den Augen verlieren. Aber mit Maß und Ziel, ja, dass wir eben zum einen organisch mit den Mädels mitwachsen, dass die Mädels auch das Gefühl haben, mitgenommen zu werden. Und dann steht nach oben natürlich keine Grenze offen. Als Motivationshilfe dient dabei die aktuelle Frauenfußball-EM in England. Ja, wobei man den Mädels hier, glaube ich, gar nicht sagen muss, das müsste tun, sondern die muss man im Moment eher bremsen. Die sind sehr, sehr motiviert und fast schon teilweise übermotiviert, weil sich natürlich jede zeigen will, weil jede drauf brennt, auch zu spielen. Aber na klar, also wir haben auch im Trainingslager das Deutschlandspiel am Freitagabend zusammen angeschaut und da hat man dann schon auch die Begeisterung gesehen und ich glaube für die eine oder andere, gerade aus dem jüngeren Semester hier, die hat noch große Ziele und da ist vielleicht auch die Nationalmannschaftskarriere noch nicht ganz abgehakt. Es tut sich also gewaltig was in Sachen Frauenfußball beim VfB Stuttgart.
Es wurde aber auch Zeit,